Tanzen tut einfach gut. Es macht Freude und es ist schön und es ist auch toll zum Zuschauen und toll zum selber machen. Im Rahmen der Jubiläumsaktivität der 10 Jahre kinderfreundliche Gemeinde Rheinach ist im Jugendhaus Palais Noir an der Bruckstrasse ein kostenloser Tanzworkshop für Jugendliche ab 11 Jahren durchgeführt worden. Angesagt sind 2 Workshops in Hip-Hop und Breakdance und zum Abschluss eine Aufführung. Wieso tanzen die jungen Leute? Ich tanze eigentlich nur in meiner Freizeit, nicht in einer Schule oder so, eigentlich für mich. Und jetzt habe ich das erste Mal ein bisschen Erfahrungen damit gemacht, wirklich auch professionell zu tanzen. Und was mir eigentlich am meisten daran gefällt, ist, dass ich mich ein bisschen darin verlieren kann, ein bisschen das herausfinden, was für mich passt. Bewegungen, die ich aus anderen Sportarten kenne, also aus der Schule, auch aus dem Geräteturnen oder so, anwenden und für mich neu entdecken. Mit der Musik verbinden, auf den Takt kommen und so. Und das finde ich etwas Wunderschönes eigentlich. Genau. Ich hatte seit, als ich 4 Jahre getanzt habe, weil ich es auch spannend finde, wie man so Emotionen zeigen kann. Und ich tanze meistens Hip-Hop bei The Endsteps im Ash. Und ich hatte dort seit 6 Jahren getanzt. Ich tanze seit etwa 7 Jahren Breakdance. Und ich tue das jetzt auch schon seit 2 Jahren unterrichten an einer Tanzschule in Asch. Die Endsteps heisst die Tanzschule. Und selber gehe ich auch jetzt an Events und an gewisse Battles mit anderen Leuten aus anderen Städten zusammen tanzen. Man tut sich auch wie selber finden beim Tanzen, habe ich das Gefühl. Also man tut Sachen selber kreieren, die einem dem selber auch gehören. Es ist etwas sehr Persönliches. Man tut sich sehr stark mit dem Körper auseinandersetzen, wie der Körper funktioniert, was möglich ist mit dem Körper zu machen. Und es ist halt eine Kunstform. Für mich ist es eine Kunstform. Es gibt Leute, die sagen, dass es auch athletisch ist. Aber für mich hat das sehr viel mit Kunst zu tun, mit Freiheit in dem, was man macht. Als Ausbildner macht du Philipp Menne spannende Beobachtungen. Mir ist aufgefallen beim Unterrichten, dass die Kinder schon sehr früh eine eigene Art haben, sich zu bewegen. Also man sieht schon sehr schnell, die Person hat das sehr gern oder die Sachen am Boden zum Beispiel. Oder ist sehr gern, tut sich wie als so ein Charakter sein, wenn sie tanzen. Es gibt gewisse Leute, die einen gewissen Charakter, wenn sie tanzen. Sie tanzen zum Beispiel sehr energetisch tanzen oder sehr so verschlungen tanzen zum Beispiel. Und das sieht man eigentlich schon sehr früh. Und das ist eigentlich etwas, was mir sehr stark aufgefallen ist und etwas mega Schönes ist, weil dann sieht man schon die Individualität in jedem Kind und was man halt so der Weg kann sein für das Kind im Tanzen. Tanzen ist für ihn oft eine Verarbeitung von anderen Sachen. Man hat schon oft erlebt, dass wenn man einen schlechten Tag hat, gewisse Sachen sind nicht gut gelaufen, dann kann man sich wirklich in den Tanz hingeben und es gibt dann nur noch die Welt vom Tanzen und die verschiedenen Sachen, die man dort schon kennt. Und es ist halt wie so eine Art Therapie, kann man sagen. Man tut gewisse Sachen abbauen. Im Palais Noir kann man auch sonst immer wieder tanzen. Wir haben immer wieder mal Workshops hier. Und das wird dann einfach von externen Tanzschulen zur Verfügung gestellt. Aber bei uns gibt es natürlich auch Partys und dann kann man tanzen. Oder wenn man gerne mit seiner eigenen Tanzcrew würde kommen, darf man einfach anfragen bei uns. Wie ist generell die Resonanz auf das Angebot vom Palais Noir? Es ist so, dass wir jetzt sehr gelitten haben unter der Corona-Zeit. Wir haben lange zu, wir haben sehr eingeschränkt offen gehabt. Und jetzt, seit dem Donnerstag, ist alles wieder offen. Man kann reinkommen ohne Zertifikat und ohne Maske. Und das freut uns sehr und wir hoffen, dass es jetzt richtig gut anzieht und alle unsere Angebote gut ankommen und Freude bereiten. Im Verlauf des ganzen Jahres gibt es diverse weitere Veranstaltungen aus Anlass vom Jubiläum 10 Jahre kinderfreundliche Gemeinde Rheinach. Der Höhepunkt bildet dann ein grosses Fest im Dorfzentrum am Wochenende vom 9. und 10. September. Die Rheinacher Fasnacht kann im letzten Moment doch noch stattfinden, wenn auch in einer abgespeckten Form. Ein Umzug gibt es leider auch in diesem Jahr nicht. Der Gemeinderat hat aber beschlossen, dass am Samstag, 26. Februar, ab dem 5 Uhr zu oben bis am Morgen um 2 Uhr im Ortszentrum eine grosse Guggenacht stattfinden kann. Auf dem Dorfplatz, auf dem Ernst-Feigerwinter-Platz und auf dem Platz vom Gemeindehaus stehen jeweils eine Bühne mit Bars und Verpflegungsständen. Der Strassen- und Tramverkehr ist nicht gesperrt. Alle Involvierten sind also für ihre eigene Sicherheit verantwortlich.
Die Reinigungsarbeiten fangen dann bereits in der Nacht auf den Sonntag, 27. Februar, am Morgen um 3 Uhr an. Und es ist mit Behinderungen vom Verkehr und einem gewissen Lärm zu rechnen. Während also am Samstag einiges wird los sein, finden am schmutzigen Donnerstag und am Fasnachtsfreitag ausdrücklich keine Fasnachtsaktivitäten statt. Es gibt also auch keine Schulfasnacht mit dem entsprechenden Umzug. Die Gemeinde Rheinach und das Fasnachtskomitee Rheinach danken allen Anwohnerinnen und Anwohnern herzlich für ihre Toleranz, den Verkehrsteilnehmern für ihre Rücksichtnahme und wünschen allen viel Spass und eine tolle Fasnacht. Mit ihrem